Es wird wieder gezockt und Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Fire Emblem Let's Play. Kurz vor einem Spezialkapitel, nämlich Kapitel 16x am Hafen. Und ja gut, dann starten wir gleich mal durch. Nach dem Gespräch mit Leda, einer Spionin aus Lucizia, erkennt Eliwood, dass er zu der Insel Valor reisen muss. Besser bekannt ist sie jedoch unter dem Namen Insel des Grauens. Auf der kleinen Insel südlich von Lucia soll sich angeblich das Drachentor befinden. Mit der Küste südlich von Saelin als Ziel vor Augen, suchen sie nun im Hafen von Badon nach einer Möglichkeit zur Überfahrt. Gut, hier suchen wir um ein Schiff an, Schicksal, Prophetie. So, was sagt uns die Olle? Oh nein, die Dinge sind wohl etwas außer Kontrolle geraten. Konzentriere dich, umrunde sie. Ja, sie sind zum Runden, ist eine gute Lösung. Sprich auch mit den Anwohnern, vielleicht triffst du sogar jemanden. Aber verschwende nicht deine Zeit mit dem Besuch jedes einzelnen Hauses. Das ist alles, was ich sehen kann, aber vielleicht möchtest du es nochmals hören. Nein. Ah, ist das so? Nein. Doch, ich hätte ja doch schon den. Warum habe ich die nicht mitgenommen vorhin? Das ist ja dumm. Bleib besser Erg zu Haus. Nee, wieso Erg? Lowen. Zu Haus nehmen wir mal Lin mit. Aber ich möchte ja Zane auch noch. Lassen wir Markus zu Haus. Nehmen dafür noch Zane mit. So, aber ich würde ja auch noch Raven trainieren. Oh. Nee. So passt es mir eigentlich recht gut. So, Karte prüfen, Formation. Kleiner Tipp am Rande, den hier nicht angreifen, der bewegt sich nicht. Und greift, glaube ich, auch gar nicht an. Wenn man den am Leben lässt, wird er im nächsten Zug dann, also im nächsten Zug, im nächsten Kapitel dann automatisch rerotiert. Den können wir umbringen oder mit ihm reden. Dann wird das erledigt. Hier ist alles voller Piraten. Dann können wir aber eigentlich Einheiten wählen, Oswin hier lassen. Und lieber Waven mitnehmen. So, Formation prüfen. Die Schwerthonkse nach vor. Magier bleiben hinten. So werden wir das regeln. Und ja, einmal Quickslotten und los geht's. Wenn er das Recht Level 8, wenn er es einsetzen, ja. Der ist eh schön im Abseits. So, Besuch. Dieser Weg führt ins Verderben. Die Piraten warten hier auf euch. Denkt ihr nicht, es wäre besser, eine andere Route zu wählen? Ihr habt viel riskiert, um hierher zu gelangen. Ich kann euch nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Bitte nehmt diese Axt. Was denkt ihr? Hübsch, nicht wahr? Allerdings liegt ein Fluch auf ihr. Für wahr. Eine mächtige Waffe, doch schwingt sie jemand, der vom Pech verfolgt ist? Oh, schrecklich, schrecklich, kann ich euch sagen. Setzt sie nur ein, wenn euch keine andere Wahl mehr bleibt. Teufelsaxt bekommen. Ja. Besuchen wir den hier. Verzeiht bitte, ich habe gerade eben mit einem alten Seebären gesprochen. Er sagt mir, ihr hättet vor, nach Valor zu reisen. Ist das wirklich wahr? Tatsächlich? Und deshalb müsst ihr mit diesem Piraten fangen spielen? Ich verstehe. Wäre es euch in diesem Fall angenehm, wenn ich euch unterstütze? Mein Name ist Karnas. Ich bin sozusagen ein Gelehrter. Auch ich suche nach einer Passage nach Valor. Doch ist niemand dazu bereit, mich dorthin zu bringen. Mein Vorschlag mag euch vielleicht etwas selbstsüchtig erscheinen, nicht? Aber ihr solltet wissen, dass ich im Kampf sehr hilfreich sein kann. Ich bin sehr gut im Umgang mit einer Form der alten Magie. Manche nennen sie dunkle Magie. Ein eher verzerrter Begriff, wenn ihr mir die Unverblümtheit verzeiht. Aber zumindest kann ich mich ganz gut um mich selbst kümmern. Ebenso wie um andere auch.
Kanas, der dunkle Magier, begleitet uns von nun an auf unserem schwierigen Weg durch die Welt. So, Dali. Lin darf da oben mitgehen. So. Besuch im Gasthaus. Bla bla bla. Ach, habe ich jetzt mal übersprungen. Und Ende. Ja, dann warne dich. Es ist so arg. Also eigentlich muss der Lin eigentlich nicht mitgehen. Wurfbeil. 41 Leben, ich fange schon die zweite Liste an und das ist Kämpfer. Das ist doch genial. So. Nee. Und hippity. Swoosh. Und hoppity. Liebe Lup. Ja. War zu erwarten. Kackstats, wie immer. Es geht Raven mal hier hin. Was für Mondkälber! Hatten sie nicht sich nicht gerührt, hätte sie ich sie einfach hier sitzen gelassen. Auf sie, Männer, zum Angriff! Ja, wie vorher schon gesagt wurde, wir müssen mit den Piraten hier Fangen spielen. Damit sie uns nach zur grausamen Insel bringen. Ja, machen wir das einfach mal, ohne uns aufzuregen. Dann hat das alles Hand und Fuß. Was für eine willkommene Abwechslung. Vielleicht sollten wir auch mitmachen. Lord Elliwood von Fairy. Noch habt ihr nicht gelernt, die Black Fang zu fürchten. Seid bekümmert, denn ich werde euch diese Furcht lehren. Oh. Oh. Das könnte jetzt schief gehen. Das habe ich jetzt nicht geahnt. Fuck. Aber wir dürfen uns nochmal glücklich ersinnen. Zurzeit. Es kann noch. Oh fuck, was haben denn die für Waffen, Alter? Doch, ist hardcore. Ich hab nicht geprüft. Am Anfang war es doch noch so easy. Ja, wenn das jetzt trifft. Ah. So, okay. Ups. So, wir werden den gleichen Anfang nochmal machen, nur ein bisschen anders. Beispielsweise schicke ich Dorcas hier hin. Raven. Entschuldigung, jetzt kurz. Ich werde das jetzt schnell, weil ich vergessen habe abzuspeichern. Wenn wir das hier alles ein bisschen beschleunigen. Ne? So. Müssen wir ja. Das ist ein sicherer Weg, solange ich hier auf diesem Weg wandle. Klar treffen mich diese Scheißkerle bei einer Trefferquote von 38. Ja, kann ich hier leider jetzt auch nicht helfen. So, was für Mondkälber, bla bla bla. Und jetzt sind wir schon fast wieder auf dem Standard, wo wir vorher waren. So. Ich speichere das mal auf F4. Das sieht jetzt irgendwie auch ziemlich ungesund aus.
ist es ja auch. Ups, ach, Entschuldigung, habe jetzt vergessen. So, das könnte jetzt noch ziemlich spannend werden. Wird es auch. Oh, fuck. Mal sehen, ob ich mit Rapier... Schleiche aber trotzdem besser aus. Und das ist ein Crit. Ich habe hier ein bisschen Pech gerade. Nee, hört auf zu lachen. Was? Ich habe gelacht? Nonsens. Ja, nice. Scheiße. Was mache ich da jetzt? Das ist nicht so toll gerade. Hätte ich das echt sachter angehen sollen? Ich weiß es ja nicht. Fuck. Nee. Also ich schaff's mit Elwood mit dem Rapier nicht. Ich probiere jetzt was aus. Mal kurz auf F3 speichern. Warten. Tausch. Gebe ich ihm die Teufelsaxt. Warte hier. Mal sehen, wie viel Damage machen die Devil's Axe. Oh. Nee. 4. Na gut, das können wir sicher machen. Ach, das hätte ich besser machen können mit Zane. Da hätte ich sicher ein paar auslöschen können. Ein paar dieser Wichser. Ja, jetzt ein Crit. Den habe ich jetzt gebraucht. Ich werde dieses Kapitel jetzt ein bisschen schneller spielen. Einzig und allein wieder aus dem Grund, weil ich jetzt schauen muss, ob mein Plan überhaupt aufgeht. Aber so nicht. Okay, ich muss das besser machen. Ja, mal eines einsetzen. Meine Kati. Scooking Infanterie. So. 10 gehe ich hier nach vor. Aktiviere das Eisenschwert. Ja, mit ihm hole ich mir Canis. Lockers gehe ich trotzdem hier lang. So. So. Jetzt mal beenden. Wie schon gesagt, ich spiele dieses Kapitel jetzt eher mal ein bisschen fast. Weil ich gucken muss, ob das so funktioniert. Und jetzt zocke ich ja eigentlich wieder nach. So, was für Mondkälber, bla bla bla. Und jetzt chillen wir mal. Daran lag's. Mal auf F3 speichern. Aber gesund sieht das jetzt trotzdem nicht aus, so wie ich das jetzt gemacht habe. Aber besser als vorhin. Ach, was die hier aushalten alles, das ist ja super optimal hier. Das probiere ich jetzt aus. Yes! Der Piraten schon down. Level. Und ab hier spiele ich jetzt wieder normal. Komm schon, triff, 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 triff. Und bam. Nice. Nice Scheiß. Der kommt sicher nicht. Nee. Aber die. Nee. Wie weit kommt der dahin? Auch hier hin. Da muss ich mich vorerst vorbereiten auf das.
Was? Ach. So, Heilmittel benutzen. Und hier hinstellen. Oh nein, da kann der angreifen. Ah, doch nicht. Gott sei Dank. Lin bahnt sich ihren Weg nach vorne. Ja, nice. Und jetzt werde ich mir für da unten... Ich werde ihn eher nach oben locken, das heißt hierhin. Ich kann mit denen hier eigentlich alle umdrehen. Das hätte ich mir doch vorher überlegen können. Ich werde ihn mit Dorcas locken. Bleiben die da hier unten. Ende. Okay. Ist aushaltbar. Das nicht. Wenn der mich trifft, das ist Pech. Okay. Puh, Glück gehabt. Und jetzt greift eh keiner mehr an. Und hier ist die Mauszeige blöd. I'm sorry. So, das speichern wir wieder ab. Aber ich glaube, wir haben uns schon relativ gut gefangen jetzt. Oder? Ich glaube schon, dass wir das jetzt schaffen. So, da greift bis hier an. Ich sag hier in das Triangle rein. Der hat eine Eisenaxt. Der ist nicht so wichtig. Die eher wichtig. Der hat ein Elfenlicht mit 16 Schaden. Rohit. Das sind dann gefährlichere Gegner. Oder die gefährlichsten Gegner oder wie auch immer. So, mal ein bisschen rumflachsen. Ja, das tut ihm schön weh. Jetzt finishen mit Urk. Ich hoffe, ich treffe. Huch. Und liebe Luhup. Ja, Magie ab. Das gefällt uns. Jetzt heilig. Ah, da kann ich jetzt eine Pflege nehmen. Und hüpf. Ach, das scheiße Vira immer. I'm sorry.